Hey und willkommen zur nächsten Folge Jurassic World Evolution. Wir spielen wieder dort, weil wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar bauen wir in dieser Folge ein Restaurant. Wir werden gucken, was auf der zweiten Insel auf uns wartet. Und wir werden versuchen, dass wir unsere Fleischfressergehege hier ein bisschen aufmotzen können. Beziehungsweise diesen ganzen Bereich hier eingrenzen können. Das werden wir alles in dieser Folge versuchen. Bis gleich nach dem Intro. So, da sind wir nun und wir bauen erstmal hier das Restaurant an den Start, damit wir hier mehr Cash machen können. Schade, dass es nicht hier hinpasst. Hier würde es noch hinpassen, aber das ist mir ein bisschen zu weit ab vom Schuss. Das lassen wir eventuell noch für für Kraftwerke. Eigentlich wollte ich die eigentlich hier sammeln, die Kraftwerke, aber ist irgendwie nicht dazu gekommen. Okay, das Restaurant würde ja eigentlich sich gut machen vorm Hotel. Ne? Hier können wir ja auch noch alles voll klatschen. Ein kleines Gehege würde hier sogar auch noch hinpassen. Glaube ich. Wie machen wir das denn? Machen wir erstmal eins hier hin oder was? Ah, das ist so weit weg. Durch sie ist die Unterhaltungsabteilung das Kronjuwel dieser gesamten Einrichtung. Am liebsten hier hin machen. Ja, geht sogar. Putz. Schön in der Mitte noch ein Restaurant geknallt. Zack. Guck mal hier, richtige. Da wusste ich auch nicht, dass es hier so Bögen gibt. Na egal, gut. Das erste Restaurant haben wir also am Start. Und was haben wir hier? 60% eines Hyangosaurus-Genoms. Ja, sehr schön. Dann ab in den Kontrollraum. Ab auf die Expeditionskarte. Und Hyango-Hango-Lango. Neues Genom. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Also was freigeschaltet wurde hier definitiv noch nicht. Edmund, Struti, Draco. Draco, Triceratops. Triceratops, Struti, Edmund. Und Cerato. Cerato müssen wir gleich definitiv auch noch angehen, Alter. Ganz unbedingt. So. Grabungsstätten. Hell Creek. Ja, das ist ja alles, was wir zwar eben auch schon gesehen haben, ne? Orte. Gallimimus-Tal. Isla Matanceros. Da sind wir jetzt. Isla Muerta. Oh. Ich glaube, das ist die Karte aus Jurassic Park 2. Oder das heißt Karte. Der Ort aus Jurassic Park 2. Hier könnten wir theoretisch auch noch ein Hotel hinstellen. Aber wir haben noch so viel. Eine Bowlingbahn, eine Bar, Fossiliengebiet, Spielwarenladen. Da brauchen wir auf jeden Fall noch Platz. Und hier ist auch so viel Platz. Meine Güte. Wie weit sind die? 2 Minuten verbleibend. Habe ich... Sollen wir mal einfach hingehen? Habe ich hier noch was zum... Nee. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal kurz hier hin, oder? Zur Isla Muerta. Aufträge im Gange 0. Ah! Ich habe hier noch keinen Haken. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Aber wir haben 5 Mille. Alter Vater. Was haben wir hier? Beschaffen Sie 50% des folgenden Genoms, Edmontosaurus. Ja, habe ich das denn noch nicht gemacht? Wo sind denn meine Gene? Wo sind meine Gene? Ja, bin ich denn blöd? Inselnavigation, Expeditionskarte, Fossilien. Forschung. Inseldatenbank. Moment, ich komme gerade irgendwie unklar. Ich wollte gerade meine Dinosaurier mal ein bisschen... Oh, ihn muss ich aussondern. Ihn kann ich freilassen. Das haben wir schon gesehen. Dinosaurier ausbrüten. Edmontosaurus? Der hat doch 63%.
Ja, okay, dann gehen wir halt da noch ein bisschen drauf. Ich würde ja auch ganz gerne mal ein hundertprozentiges gehen. Reinlunzen. Ja, der hat erst 54%, ne? Komm, egal, wir haben übelst viel Cash. Wir brüten hier noch jeweils einen von aus. Und dann gucken wir nochmal auf der Karte, was unsere Ausgrabungen machen. Mittlere Qualität, geringe Qualität können wir mal verkaufen. Expeditionskarte ist noch nicht wieder im Gange, ne? Gut. Edmontosaurus. Ja, komm. Machen wir nochmal hier. Ab in die USA, oder? Ja, das ist ja klar. Das hier oben ist alles Kanada und das hier ist alles USA, oder was? In Deutschland wurde gar nichts gefunden. Oxford Clay und die Isle of Wight. Spanien haben wir noch. Spanien haben wir auch ein Cerato, oder was? Teilweise erschöpft. Naja, gut. Okay. Dann würde ich sagen, wie gehen wir hier weiter vor? Sollen wir die Insel erstmal so lassen und wirklich zur anderen rübergehen? Oder wollen wir den Hyangosaurus-Genom gerade hier noch fertig machen? Dann haben wir den Auftrag erledigt. Brüten eventuell noch einen Fleischfresser aus hier. Wo haben wir den? Hier. Brutkasten. Dinosaurier ausbrüten. Und ich glaube, wir modifizieren mal einen. Genom modifizieren. Wir wollen hier mal wirklich dieses savannenhaftige Aussehen anwenden. Und den Kollegen dann ausbrüten. Mal gucken, ob die beiden es schaffen. Ranger Team 1, Aufgabe hinzufügen. Nachschub ist Futterstation unterwegs. auffüllen. Kommt auf die Liste. Futterstation auffüllen. Okay. Diese hier haben ja noch. Diese hier haben auch noch. Zwei Aufgabenplätze voll. Achso, das Teil hier ist hier quasi noch voll, oder was? Lol, was geht mit dem Teil? Na gut, okay. Dann lassen wir das Ganze mal. Da vorne wird aufgefüllt, hier wird ausgebrütet das Genom. Expeditionskarte, das Team kehrt zurück. Dann müssen wir noch einmal gleich hier den hier machen, glaube ich. Den Hyangosaurus. Komm schon, genau. Und direkt zu den Fossilien. Rhodium, 80.000. Komm, wir machen wieder hier schön den Extrahierungsfossilienwissenschaftler. Und dann gehen wir jetzt einfach mal. Wir gehen einfach mal rüber. Scheiß drauf. Peter Ludlow, Roland. Kann das mal bitte einer vorlesen hier? Warum muss ich das selber machen? Wow, okay. Als wären die prähistorischen Kreaturen nicht genug, so gibt es auf dieser nächsten Insel Isla Muerta immer wieder kompliziertes Wetter. Sie wissen schon, Sturm, extreme Bedingungen und sowas in der Art. Was qualmt hier denn? Von Zeit zu Zeit. Hammond Entwicklungslabor Sie muss sehen repariert können, kann werden. das Wetter hier etwas temperamentvoll sein. Muss Beheben repariert Sie werden. zuerst die Schäden, die der Sturm verursacht hat. Alter Sie Schwede! sollten ein Ranger-Team verwenden, um den Park wieder betriebsbereit zu machen. Oh, und vergessen Sie nicht, die Schutzräume zu schließen, wenn es die Sicherheit erlaubt. Wenn es die Ich Sicherheit lasse aber nicht erlaubt. Ihr hart verdientes Geld für das Herumsitzen in unterirdischen Bunkern ausgeben. Das muss ein heftiger Sturm gewesen sein. Auf jeden Fall ist das ein Das heftiger schlechte Sturm. Wetter scheint häufig ein Vorbote für schlechtes Dinosaurierverhalten zu sein. Leerer Wenn Sie Upgrade-Platz. glauben, dass alles Okay, zusammenhängt, das muss man sogenannte mit der Schmetterlingseffekt, Forschung noch ein an bisschen dem ich nicht glaube, auseinandersetzen. dann kann schon die kleinste Veränderung zu randalierenden Ranger Dinosauriern Team. führen. Und es gibt keinen Hinzufügen von Aufgaben Schmetterlingseffekt, das deaktiviert. Sie Ranger aufhalten könnte. Station überprüfen. Wo ist die Ranger Station? Oh, Umspannwerk. das sieht teuer aus. Sie sollten das bald reparieren. Ja, ist ja Ranger gut. Team ist für solche Fälle ausgerüstet. Wo ist denn hier der Laden? Karte. Entwicklungslabor, Beobachtungsgalerie.
Entwicklungslabor. Oh, das haben sie ja cool gemacht hier mit den zwei getrennten Gehegen. Ranger Team. Benötigt Strom. Ah, das war gar kein Kraftwerk eben. Verstehe. Upgradeplatz. Verbesserte Leistung. Upgradeplatz. Ausfallschutz. Kauf. Reicht immer noch nicht? Oh, ungenutzter Strom. Ah, verstehe. Ja, dann Umspannwerk. Muss auch repariert werden. Ja, dann können wir nicht anders, ne? Dann müssen wir auch erstmal das Ranger-Team selber lenken. So, wo fahren wir denn hin? Erstmal reparieren wir jetzt hier das Umspannwerk. Dann hat das Ranger-Team auch wieder Strom. Reparatur im Gange, jawohl. Hammond Entwicklungsdings ist auch im Gange. Cruisen wir einfach mal rum. Ne? Wollen wir einfach durch die Insel fahren hier? Dinosaurier sind hier ja noch keine drinne. Die Gehege sind leer. Huch. Ah, wir können den Schutzraum schließen, ne? Schließen, öffnen. Okay, das machen wir gleich. Dann fahren wir erstmal noch ein bisschen weiter reparieren. Oh, hier, was geht denn hier ab? Zaun reparieren. Und hier hinten auch. Zaun auch repariert. So. Dann haben wir hier oben ja eigentlich alles entfernt, was jetzt so kaputt ist. Dann können wir ja theoretisch nicht den Entwicklungslabor, sondern den Schutzraum schließen. So, dann könnte er jetzt rauskommen. Was haben wir hier? Dinosaurier ausbrüten. So. Ich hätte eigentlich ganz gerne neue Dinosaurier. Eins, zwei, drei. Boah. Ah, es ist noch jede Menge. Das hier Velociraptor, Spinosaurus, T-Rex, das sieht man ja alles schon. Wobei das hier auch ein Allosaurus sein könnte. Egal. Ja, ich würde sagen, um hier erstmal irgendwie was reinzukriegen, ne? Hauen wir hier erstmal direkt zwei Fleischfresser rein. Und hier hauen wir direkt erstmal zwei Pflanzenfresser rein, ne? Den und den, weil es so schön war. Hier so schön viel Genomprozente haben. So, Rainer-Station, das ist hier jetzt alles in Butter, nicht wahr? Das ist jetzt alles im Router. Das Kraftwerk, es läuft hier. Sturmabwehrstation. Was ist das? Sturmabwehrstationen schützen die Gebäude des Parks vor Sturmschäden. Ja. Nützlich, was? Sturmabwehrstationen sind die Belohnung für das Abschließen der Mission der Sicherheitsabteilung auf Isla Matanceros. Sturmabwehrstationen schützen die umliegenden Gebäude vor Sturmschäden. Das ist schön. Neben dem Kraftwerk steht das gute Ding. Das ist ja super. Dann würde ich sagen. Betriebsgebäude. Oh. Aha, okay. Wir haben hier also verschiedene Parks mit verschiedenen Möglichkeiten, Geld einzufahren. Na toll. Das ist ja dufte. Dann wollen wir erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen was reinlunzen. Ja, das war es aber auch schon an Geld, ne? Kontrollraum. Anlage nicht gebaut. Sie müssen auf dieser Insel ein Expeditionszentrum bauen. Ah. Betriebsgebäude. Expeditionszentrum 400.000. Das ist ja jetzt schlecht. Das ist ja jetzt echt schlecht. Aber der ist schon mal fehlgeschlagen. Sehr schön. Scheiße. Er hätte hier wohl mal ein Expeditionszentrum hinbauen sollen, was? Weil das dauert jetzt erstmal, bis hier Cash reinkommt. Aber mal so völlig. Scheiße. Finanzen. Gewinn pro Minute. Minus 14.000. Eieieiei. Das ist nicht gut.
So, wir können aber wenigstens die Dinos hier erstmal freilassen. So. Zwei hier, einer da hoffentlich. 54, 55. Ja, wir drücken die Daumen. Ja, was kann ich jetzt tun, Alter? Es ist der am Minusfletschen hier. Irgendwelche Aufträge kommen ja sowieso nicht rein. Hey, Sie haben da einen Triceratops ausgebrütet. Jetzt sieht er noch süß aus. Aber nur für eine knappe Woche. Warum? Boah, ich habe noch nicht mal genug Geld, um hier Futterstationen reinzubauen. Das ist ja jetzt mega scheiße gelaufen. Kann ich doch verkaufen oder nicht? Profil. Ingame Datenbank, bla bla bla. 32er Dinosaurierbewertung. Oh, da kommt der andere Kollege. Kampf. Ziegen getötet 0. Wow. Ranger Station. Deaktivieren des Gebäudes, pausiert alle. Aha, aha. Wird verkauft. Jausenbox. Verkaufen für 6 Dollar. Verkaufen für 6 Dollar. 7 Dollar. Hey, Moment mal. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wir können doch theoretisch... Wo ist denn hier mal gerade hier? Der hier. Der Ankunftsort. Info. Betriebsbereit. Okay, können wir nicht irgendwie mal irgendwie so den Eintrittspreis hier erhöhen? Für die ganze Show? Ne? Anscheinend nicht. Na? Toll. Okay. Soziale Medien. Okay. Entwicklungslabor Nummer 1. So, wir haben unsere beiden Dinosaurier. Oh, er sieht ja mal ganz anders aus. Alter. Okay, das ist fett. Das ist fett. Kann ich den jetzt verkaufen? Der sieht nämlich übel cool aus. Anders kriege ich hier kein Geld. Doch, 134.000. Auf dem Rücken befinden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Das stimmt. In einer Gruppe. 102. 5 Sterne Dinosaurier, Alter. Oh, und ich könnte natürlich noch... Das könnte ich auch machen, ne? Moment mal gerade. Ich könnte natürlich noch Fotos machen, Alter. Ranger-Team. Nee, das lasse ich jetzt erstmal. Ich versuche jetzt erstmal wirklich, die Futterstationen hier hinzukriegen. Die eine kostet ja schon 150 Tacken, Alter. Ja, komm. Guck mal, der eine, der rennt da jetzt direkt nämlich hin, oder was? Dann hole ich jetzt erstmal mein Ranger-Team, lenke das Teil selber und dann versuche ich mal, in das Teil hier reinzukommen. Achtung Leute, geht mir aus dem Weg. Um erstmal einen geilen Foto zu reißen hier. Geld ist Geld, ne? Wir müssen unbedingt die zweite Futterstation reinkriegen. Für den anderen Kollegen. So. 10.000 fast. Vielfältiges Verhaltenbonus, mehrere Dinosaurierbonus, Kompositionsbonus, ne? Das ist ja. Ah, hier kann ich das Ding auffüllen für einen Zehner. Wie es aussieht, ey. Egal, wir sammeln das Geld einfach ein. Ah, komm. Dann fotografieren wir gerade nochmal den anderen. Was machen die denn jetzt? Hä? Ich dachte gerade, der will den Zaun angreifen oder so eine Geschichte. So, dann fahren wir mal direkt ins andere Gehege. Das kann man ja mega geil machen von hier. Also das haben sie schon mal ganz gut gebaut. Vielleicht sollte ich mir das in der Art und Weise mal abgucken. Für andere Gehege. Wobei wir natürlich hier in der Mitte direkt noch was frei haben. Gewinn pro Minute 77.000? Bist du sicher, Alter? Wo kommt denn jetzt der ganze Cashflow rein? Ticketverkäufe, oder? Das ist cool. Okay. Ja, dann haben wir unsere Situation ja gerettet.
Fahrzeug lenken. Alter! Will er mich angreifen? 16.000. Zeteratops, Zete-Dingensbums läuft. Haben Sie ganz allein gemacht? Ja. Was ist mit dem Kollegen? Oh, wir haben 200.000. Das heißt, ich könnte mal gerade gucken. Mehr Besucher. Nicht mit den Details auf. Ich mag keine Menschenmengen. Ganzen ist das ein solider Wichtigkeit Auftrag. Für den Park ist unumstritten. Sehen Sie diesen Auftrag an, dann tun Sie, was Sie für das Beste erachten. Erhöhen Sie Ihre Gastanzahl auf insgesamt 700. Ja, das kommt ja. Erstmal hier so ein schönes Leben. Moment mal gerade. Was kostet denn das andere? Alter! Nein! Ich will ein Foto machen, wenn er so am Bölken ist. Komm schon. Bleib stehen. Du Hund. Pff, er guckt mich an, ey. Wie er aussieht. Alter. Er hat keinen Bock auf mich. Okay. Egal. Wir gucken mal. So, Futterstation. Direkt hier hinbauen. Und ich bin mir fast schon sicher, dass der Kollege jetzt hier erstmal direkt mampfen wird gleich, oder nicht? Schreist du? Willst du jetzt gerade schreien? Komm schon. Ah, schade. Egal, 2000. Hey, komm doch mal hier vorne hin. Es ist Futter. Boah, 40.000, ey. Kommt er jetzt hier hin? Oh, Leute, hier sind ja Leute drin. Krass, das ist dieses Beobachtungsdings, ne? Na? Na? Riechst du deinen kleinen Happen, na, kleiner Kollege? Hm? Er guckt mich auch echt immer an, ne? Ne? Was ist denn? Jawoll! Ceratosaurus an einer Futterstation frisst. 6.800. Hör, reden die hier? Die labern ja wie die Sims. Nochmal 6.800. Aber wiederholende Speziesstrafe. Okay, das können wir, glaube ich, knicken mit den Fotos. Aber immerhin haben wir ein bisschen Cash reingekriegt. Und unsere Dinosaurier sind Mampfen. Dinosaurier ausbrüten. Dann wollen wir mal gucken, ob wir von dem Kollegen jetzt hier noch den anderen an den Start kriegen. Null gehen, aussehen. Savannenmuster? Hatten wir da nicht noch was? Oder war das nur auf der anderen Insel? Ja, dann finde ich das doof. Ja, dann hauen wir hier noch einen raus. Gehen nur modifizieren. Wir nehmen hier wieder den. Ne, Savannenmuster. Alles klar, cool. Dann. Alter. Dann fehlt mir mal übel viel Geld. Oh shit. Ja, wir müssen. Ja, wir müssen. Leider Gottes irgendwie die Besucherzahlen hochkriegen. Restaurant können wir noch bauen. Souvenirladen steht schon. Hotel wäre halt jetzt cool, ne? Dann würden die definitiv an den Start kommen. Aber 750.000, Alter, kann ich ja noch ewig warten. Was ist denn mit meinem Expeditionszentrum eigentlich? Das brauche ich doch am allerdringendsten. Betriebsgebäude 400.000. Auch 400.000. Boah. Ja, ich glaube, das sollten wir uns dann für die nächste Folge aufheben. Was mich interessieren würde, ist, läuft die Karte hier quasi weiter, wenn ich nicht an dieser Position bin, nicht auf dieser Insel bin? Okay, hier haben wir noch jede Menge. Hier können wir ein Gehege hinmachen. Hier 3, 4, 5. Genau so mache ich das. Und dann in der Mitte quasi hier so ein Rondell. So, einmal im Kreis, hier einmal so lang. Und in der, hier bauen wir dann die Hotelanlagen rein und die, genau die. So.
Ja, da wollen wir mal gucken, ne, ob wir das irgendwie mal rausfinden können. Karte ist natürlich nicht das, was ich möchte. Inselnavigation. Da müsste ich jetzt mal gucken. 2 Millionen. Ne, ich glaube, das Geld vermehrt sich nicht. Egal, wir gehen mal wieder zu der anderen Insel zurück und beenden die Folge dann auch hier auf dieser Insel. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir in der nächsten Folge die nächste Insel, also die Isla Muerta, wieder richtig auf Vordermann bringen. Und verlassen dann am Ende oder am Anfang der nächsten Folge diese Insel hier. Um dort dann weiterzumachen. So, hier läuft aber alles Wunderbärchen, hä? Hier läuft das alles Wunderbärchen. Wir können von hier aus mal noch ein bisschen forschen. Ach, guck mal, ich hatte die im Vorfeld losgeschickt, war jetzt eben auf der anderen Insel. Und das Ganze hat pausiert, mehr oder weniger von dem Standpunkt hier aus. Okay, gut, dass ich das weiß. Gut, dass ich das weiß. Genetische Forschung. Indominus Rex Genom, Kreuzungsprojekte. Ja, Eigenschaften ist es irgendwie. Das Aussehen ist irgendwie am coolsten, finde ich. Weil das natürlich auch merklich verändert. Wenn du einen Dinosaurier mit anderen Genen hast, ja, siehst halt nicht, ne? So. Okay. Gebäude-Upgrades haben wir noch 9 Stück. Ranger-Station. Entwicklungslabor. Die DNA-Selektion erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit. Ja, ich denke, das machen wir. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Die müssten ja jetzt hier zurück sein, ne? Genau. Dann gehen wir mal direkt noch hier hin. Und danach zu den Fossilien. Hohe Qualität, jawohl. 58%. So, wir den A extrahieren wieder hier wie wild. Eine spezifizierte Spezies. Was ist das? Auftrag beenden. Achso. Neuer Auftrag. Neuen Auftrag anfordern. Wissenschaftsabteilung. Wir haben da ein neues Angebot. Warten Sie nicht zu lange. Sorgen Sie dafür, dass 5 Minuten lang nicht mehr als 4 Gäste durch Fleischfresser sterben? Für 100.000? Lol. Noch einen neuen Auftrag können wir dann nicht holen, ne? Okay. Eine spezifizierte Spezies, Hyangosaurus. Oh, wir können einen freilassen. Hat er jetzt das andere Aussehen? Nee, er hat noch das normale Aussehen. Der andere wird ja auch jetzt auch freigelassen, oder? Was ist das? Ein Innovationszentrum? Weiter so. Alter, ist das riesig. What the f... Was ist das? Innovationszentrum. Mann, Sie wissen, wie man eine Show abzieht. Hitverdächtig. Ja, wäre eigentlich auch hier voll gut in der Mitte. So rum. Toter Dinosaurier. Oder wollen wir das hier hinten hinbauen? Terrainbeschränkung. Ah, hier hinten können wir es auch hinbauen. Dann bauen wir es hier hinten hin, Mann. Schön hinten in die Ecke. Wo ist denn der Weg? Hier. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Guck mal, sieht doch geil aus. Innovationszentrum. Wer weiß, was das Ding bringt. Wir haben 2 tote Dinos, oder was? Was? Heftig. Okay. Dann müssen wir hier erstmal den Stroti noch ausbrüten.
Und den einen können wir schon direkt wieder freilassen. Ah, da hätten wir auch mal ein anderes Genom raushauen können. Egal. Oh, die Folge ist gleich schon zu Ende. Wo ist denn mein Schwubbeli-Bubbel? Ranger. Ranger Team 1. Aufgabe hinzufügen, bitte. Ach nein! Moment mal gerade. ACU-Zentrum, Transporter-Teams, Aufgabe hinzufügen. Okay. Da vorne sind die beiden. Den. Und den. Und dann sammelt man beide ein. So. Entwicklungslabor 2, Dinosaurier freilassen. Sehr schön. Freilassung im Gange. Ja, gut. Ja, gut, dann haben wir jetzt wieder hier zwei, ne? Alles klar. Was haben wir hier? Fossilien. Sehr hohe Qualität. Ich mag diesen Auftrag. Nutzen Sie das Expeditionszentrum, um ein Grabungsteam auf eine Expedition zu schicken und ein Fleischfresserfossil zu finden. Nehme ich. So, sehr hohe Quali. Extrahieren wir. Mittlere Quali. Können wir verkaufen. Was haben wir hier? Wassersäugerfossil. Keine DNA vorhanden. Schade, Mann. Und Rhodium. Ja, was hier wieder neu an Start gekommen ist, wird wahrscheinlich hier dieses Wasserdings sein. Ansonsten. Avarium. Auch aus dem Film. Was haben wir hier noch? Zum Abgleich. Tyrannosaurus Rex Nest. Auch aus dem Film. Charaktere. Isaac, Claire, Owen. Karen Mitchell war Zachs und Grace Mutter. Sie schickte ihre Söhne in den Urlaub nach Jurassic World. Ach so, ja, aus dem neuen Film. Okay. Ja. Krankheiten freigeschaltet, wie sich das anhört. Memos. Keine Memos, wie man die wohl kriegt. Paläontologie, haben wir hier denn noch irgendwas? Synodontia-Fossil, ach so. Naja, dann hätten wir alles. Und, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was ist das? Ach so. Der Kollege hat noch keinen Strom. Ja. Umspannwerk direkt vorne vor. Warum nicht? Mast. Zack, verbaut. Sehr schön. So, und schon müsste das Ding Strom haben. 4? Willst du mich rollen? Hier unten? Warum? Warum ist das so? Oh Gott, das fängt ja an wie im Dings, Mann. Wie in dem scheiß Film. Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich Ranger Team. Aufgabe hinzufügen. Heilen. Sabotierte Gebäude neu starten. Futterstation auffüllen. Strom. Ja, aber Moment mal gerade. So vom. Futterstationen müssen auch aufgefüllt werden. Ich verstehe nicht, was es hier gerade mit dem Strom auf sich hat. Also reparieren kann ich das Ganze also nicht. Ne? Vielleicht, wenn wir mal hier an dem Kraftwerk einfach mal noch ein kleines verbesserte Leistung-Upgrade rauslassen können. Guck mal, dann haben wir hier nämlich die Stromprobleme nicht mehr. Das ist schon mal gut. So, Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. 1. 2. Aufgabenplätze voll. Das dürfen wir in der nächsten Folge aber auf jeden Fall nicht vergessen, dass wir hier noch gerade die Aufgabe mit dem mit der Futterstation machen. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal hier von der Folge. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Tschüssikowski.